Hallo liebe Freunde des Spur-G-Blogs, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute startet die erste Folge meiner neuen Serie zur Digitalzentrale MX10 von Simo. Simo hat mir freundlicherweise eine Digitalzentrale MX10 kostenlos zur Verfügung gestellt. Deshalb habe ich die Möglichkeit, in den nächsten Wochen in mehreren Folgen euch zu zeigen, was die Zentrale alles kann. Simo wirbt damit, dass die Zentrale sehr viele Funktionen und sehr viele Schnittstellen hat. Ich möchte euch heute zeigen, wie man trotzdem sehr schnell zum Fahren kommt. Schauen wir uns an, was alles dabei ist. Für den ersten Test habe ich ein Gleisanschlusskabel von LGB genommen. Wenn man höhere Ströme nutzt, muss man natürlich eine Zuleitung wählen, die einen höheren Querschnitt hat. Bei der Inbetriebnahme muss der Handregler MX32 auf alle Fälle per Kabel mit der Zentrale verbunden werden. Dadurch wird der Handregler mit der Zentrale gekoppelt. Anschließend ist eine Bedienung via Funk möglich. Mit der A-Taste kommt man zur Adresseingabe. Diese bestätigt man mit F und kann losfahren. Nachdem ich die Antennen angeschraubt habe, starte ich meinen ersten Versuch auf der richtigen Anlage. Thank you.
Zum Abschluss der ersten Folge möchte ich euch die Schnittstellen der SIMO MX10 vorstellen. Beginnen wir vorne mit dem USB-Anschluss. Dieser ist für einen USB-Stick gedacht, mit dem man die Firmware von der MX10 updaten kann oder aber auch Soundprojekte und Firmware-Updates für Decoder einspielen kann. Darunter befindet sich eine SUSI-Schnittstelle, damit man mit der Zentrale auch den schnellen Soundübertragung nutzen kann. Daneben ist der SIMO CAN-Bus. Dieser ist für den Anschluss von dem MX32 als Kabelversion oder aber auch als Verbindung zu weiteren SIMO-Komponenten gedacht. Sehr hilfreich ist der ExpressNet-Bus, die Buchse ganz rechts. Damit lassen sich zahlreiche Regler, wie zum Beispiel die Rocco Multimaus anschließen oder aber auch ein Massot-Navigator mit Hilfe des ExpressNet-Empfängers von Massot. Spannend wird es auf der Rückseite. Ganz links finden wir den Anschluss für das Netzteil. Daneben ist einmal Schiene 1. Dieser kann bis zu 12 Ampere liefern, was für vielen Gartenbahnen sicherlich ausreicht. Etwas weiter rechts ist der Schienenausgang 2. Der hat eine Doppelfunktion. Entweder kann man ihn benutzen als zweiten Gleis mit 8 Ampere oder als Programmiergleis. Dazwischen besteht die Möglichkeit von DC-Out. Diese Steckverbindung ist insbesondere für verschiedene SIMO-Anschlüsse gedacht, wie zum Beispiel ein Kehrschleifenmodul oder das stationäre Einrichtungsmodul. Darüber hinaus gibt es noch einen 12 Volt und 30 Volt Anschluss, eine Audiosteckdose, die aber zurzeit nicht wirklich genutzt wird, und 10 ABA-Pins. Damit lassen sich verschiedene Stecker realisieren, zum Beispiel ein Notaus oder aber ein Relais ansteuern, das zwischen Programmiergleis und zweiter Schiene automatisch umschaltet, wenn der Benutzer die Programmiertaste auf dem MX32FU anwählt. Daneben gibt es einen zweiten SIMO CAN-Anschluss sowie eine LAN-Verbindung. Damit lässt sich zum Beispiel die MX10 in ein lokales Netzwerk mit einem WLAN anbieten und mit WLAN-Geräten über den LAN-Anschluss dann auf die Zentrale zugreifen. Etwas verdeckt ist der USB-Client-Anschluss. Damit lässt sich die MX10 an einen PC anschließen und zum Beispiel mit einer Stellwerksoftware betreiben. Darunter befindet sich der Loconet-Anschluss. Dieser soll später auch die Möglichkeit geben, Loconet-Geräte an die MX10 anzuschließen. Allerdings ist dieser zurzeit noch nicht aktiviert in der Software. Ihr habt gesehen, dass man mit der Zentrale MX10 von SIMO sehr schnell zum Fahren kommen kann. Bei dem Handregler MX32FU geht SIMO einen etwas anderen Weg als viele andere Hersteller. Aber der Schieberegler ermöglicht ein präzises Steuern der Lokomotiven, was sehr viel Spaß macht. An einer Stelle habe ich ein wenig gefuscht. Den weichen Decoder, der zwischendurch zum Einsatz kam, habe ich so konfiguriert, dass ich ihn direkt mit der MX10 benutzen kann. Die weichen Einstellungen mit der MX10 werden eine eigene Folge bilden, weil man da etwas aufpassen muss. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns bald wieder auf www.spurgblog.de. Bis dann!